Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde We Were Here Together mit Ephias. Hallo! Eine Woche ist es hier. Wir sind jetzt beim nächsten Checkpoint gespawnt im Spiel. Wir haben ja, ich stehe hier vor der Tür. Also die Leute, die bei mir die letzte Folge gesehen haben, dahinter seht ihr dieses Ding, das sich dreht. Und da oben bin ich durch die Tür gekommen und dann konnte man hier die Treppe runter und dann ist man hier halt hier gelandet. Aber wir wurden hier reingespawnt automatisch. Also wir konnten das nicht ändern. Wir denken, wir haben nichts verpasst. Nein, haben wir auch nicht. Hoffen wir. So, dann würde ich sagen, muten wir uns und dann sehen wir uns wieder in Game, oder? Okay. Bis gleich. Hallo, over. Hallo. Sehr, sehr gut. Jetzt geht's los, würde ich sagen. Warte, ich muss mal gucken, ob ich dich lauter machen kann. Kann er mich lauter machen? Ich habe ja schon alles auf laut, oder? Ja, schon alles auf laut. Ich hab dich schon auf laut. Guck mal, ja, das sieht doch schon mal aus wie ein Rätsel. Ich hab dich zurückgesetzt, keine Ahnung warum. Hallo, kannst du mich hören? Hä, du bist immer noch voll leise, warte. Ja, deine Mutter ist leise, Alter. Ein richtiger Allmann. Guck mal, ich kann hier die Röhre hochgehen. Dann wird hier gelacht, aber ich weiß nicht, ob ich hier durchgekommen bin. So, ich geh die Röhre runter, ne? Okay, man. Over. So, jetzt haben wir hier eine Cutscene. That is no toy you can catch. Hand it over. He has used it. No, we secured it. I don't see how anyone, least of all, could access it. And that is why I must unmake it. No. What have you done? I sent a strong disaster. He has made himself eternal. And hopefully shattering the dagger will contain his curse. May it only be restored in the care of just hands. Nice. Okay, ich hüpfe jetzt in diesen Raum rein. Tu das, ich glaube, ich habe hier irgendwas. Ich habe jetzt hier so Tesla-Spulen und in der Mitte so einen riesigen Blitz. Kannst du da was drücken? Ich habe ganz viele bunte Knöpfe. Okay, ich habe ganz viele Lichter. Okay, also ich habe Röhren, die kann ich nehmen, die haben Farben. Manche haben nur eine Farbe auf einer Seite, beide haben aber an beiden Seiten eine Farbe. Gut, das habe ich auch. Okay, und ich habe Tesla-Spulen, wo diese Röhren dran sind. Na, dann musst du das Rätsel machen und ich habe die Lösung wahrscheinlich. Okay, pass auf, ich habe jeweils links 3 und rechts 3 Spulen und in manchen liegen schon Röhrchen drin. Ja. Was hast du? Ich habe Glühbirnen und darunter sind solche Spulen quasi und die leuchten. So, manche leuchten gelb auf der einen Seite, dann gibt es andere, die leuchten rot und grün auf beiden Seiten und solche Sachen. Das ist gut. Hast du denn auch irgendwie links 3, rechts 3 oder so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du hast 9. Irgendwas insgesamt habe ich 9. Insgesamt habe ich 9, over. Ja, hier hat sich irgendwas bewegt. Hast du irgendwas gedrückt? Ich bin ins Wasser gegangen. Ah. Jetzt stehe ich wieder im Wasser. Okay, ich nehme mal ein Röhrchen und tu die mal rein. Mal gucken, was passiert. Hoffentlich sterbe ich nicht. Ich habe einen Stromschlag gekriegt. Sehr gut. Plan erfolgreich. Ich habe in das erste, wo der Blitz reingeht am Anfang, eine gelbe, wo der Strich rechts ist, reingelegt. Wo der Strich rechts ist? Ja. Nicht links? Nee, er hat die so reingelegt. Ich habe auch keine mit gelben Strichen links auf der anderen Seite. Weil, erzähl mal, was für Farben hast du? Also,
Ich habe einmal gelb mit einem Strich, blau mit einem Strich, gelb mit zwei Strichen, rot mit einem Strich, grün mit einem Strich, rot mit zwei Strichen, blau mit zwei Strichen und einmal grün-rot. Ich glaube, das geht auf Zeit. Das Elektro-Ding kommt immer weiter runter und ich glaube, ich werde dadurch sterben. Okay, nice. Ja, dann tu mal rein bei... Hast du zwei blaue Striche? Ja. Try it. Den ersten, oder was? Ja, versuch. Okay, das wurde auf den zweiten weitergeleitet, aber dann geht's aus. Okay, der zweite müsste blau und gelb sein. Hast du so einen? Nein. Rot und blau? Ja. Kann ich nicht rausnehmen? Nee, hab ich nicht. Rot? Aber du guckst, glaube ich, auf einer anderen Seite. Ah, du guckst andersrum. Sag mir mal, was der... Vorletzte hat. Okay, was ist der Vorletzte? Die sind halt alle miteinander verbunden. Ja, aber du hast gesagt, der erste hat zwei blaue, hast du gesagt. Und dann. Ja, aber ich habe halt gedacht, dass der erste oben links ist. Ja, aber rot-blau ist bei mir ein festgelegter und den kann ich nicht rausnehmen. Und deswegen vermute ich, wir müssen andersrum gucken bei dir. Oder du musst halt andersrum machen. Blau-grün? Wo rein? In nur blau oder nur rot oder gelb-grün? Wo rein? In den ersten? Ja. Was soll rein? Ja, blau-grün. Keine Ahnung. Gibt's nicht. Grün-blau? Nein. Gelb-grün? Ja, aber das ist nicht der erste. Was ist denn der erste? Was ist denn der erste bei dir? Ja, leer. Was ist der zweite? Leer. Der dritte? Orange-grün. Okay, der erste ist zwei blaue. Der zweite ist ein roter. Es gibt keine zwei blauen. Wir sind tot. Ja, ich sag ja, geht auf Zeit. Bei mir kommt so eine Kugel runter, die man ins Wasser schockt. Ich weiß nicht, also ich habe halt ein Netz mit diesen Dingern. Und da sind Lampen drüber. Aber als du die Sachen reingemacht hast, habe ich einen Stromschlag gekriegt. Okay. Aber ich habe zwei festgelegte oder drei. Dann musst du mir einmal... Ich brauche einmal einen Zettel und einen Stift dann. Dann musst du mal sagen, was du hast. Bei mir ist es halt ein Netz mit Lampen. Bei mir ist es ein Netz mit Lampen drin. Okay, ich spring noch nicht rein. Okay, ich auch nicht. So. Über meiner Tür hängt eine Kugel, von der geht der Strom aus. Dann geht das Kabel in einen rein, der leer ist. Dann geht das Kabel weiter in einen, der leer ist. Dann geht es in einen rein, der gelb und grün drin hat. Einmal kurz warten, mein Stift schreibt nicht. Leerer ohne funktionierenden Stift, was ist das denn? Gelb und grün, ja. Dann geht es weiter in einen, der leer ist. Danach
geht es weiter in einen, der vorgegeben ist mit Rot-Blau. Ja. Und danach einer, der leer ist, und dann müsste sich die Tür öffnen. Okay. Wenn du sagst gelb-grün, ist er dann links gelb und rechts grün oder andersrum? Korrekt. Okay. Und rot-blau ist halt links-rot, rechts-blau. Okay, die habe ich auch. So. Und das erste Kabel geht halt zu dem zweiten und der zweite geht dann in den gelb-grünen. Das heißt, irgendwie muss es bei dir dann, musst du übers Netz sehen können, was zu was muss. Ja, das kann ich. Okay, ich spring jetzt rein. So, ready? Okay, also ich habe folgende Farben, die dazu passen. Also als dritte Station, ne? Mhm. Blau, grün. Als dritte Station? Also als, ich meine, erste Station, blau, grün. Gibt's nicht. Also gibt's insgesamt nicht? Nee, ich habe keinen, wo blau und grün zusammen ist. Okay, dann würde nur blau gehen. Also auf beiden Seiten blau? Blau links. Ja, der legt den Ring dann so ein, dass es rechts blau ist. Okay, den habe ich nicht. Was ist mit... Warte, soll ich dann einfach doppelblau einlegen, damit auf der linken Seite halt blau ist? Nee, doppelblau geht auch. Aber hast du auch einen, der rot links ist? Nur rot? Ja, habe ich. Gut, dann ist der erste doppelblau und der zweite ist nur rot links. Oh mein Gott, er legt den andersrum rein, warte. Sei denn, es ist spiegelverkehrt. Sei denn, es ist spiegelverkehrt. Muss dann bei dir spiegelverkehrt sein, weil alle legen sich mit rechts immer hin. Ich kann nichts links legen. Wie sieht das bei dir aus? Okay, also was hast du jetzt auf erste Position? Noch gar nichts, weil ich es falsch reinlege. Kannst du doppelblau in die erste Position legen? Doppelblau. Ja. Ja. Das passt. Und jetzt? Also was als zweites rein? Einen roten? Ja. Dann ist das dritte gelb und grün? Ja. Dann ist das zweite ein gelber? Ja. Dann ist rot und blau? Ja. Und dann ist blau und gelb. Das habe ich nicht. Mist. Also du hast kein blau-gelb? Nein. Dann machen wir was falsch. Dann ist der letzte... Dann ist der letzte doppelblau. Hast du einen roten? Nur rot, ja. Okay, der macht den letzten mal doppelblau und macht den ersten mal blau und grün. Ach nee, fuck, das hattest du nicht. Genau. Hast du rot und grün?
Rot und Grün habe ich. Gut, mach den ersten mal Rot und Grün. Ja. Den zweiten Blau. Der Blaue legt sich auch links hin. Die legen sich immer andersrum hin dann auf einmal. Okay, links ist gut. Der zweite ist Gelb und Grün. Der dritte, ja. Ja, der dritte. Der nächste ist Gelb. Ja, links Gelb ist er jetzt. Dann Rot und Blau. Dann Rot und Blau, ja. Und dann Doppelblau. Ich zieh mal den Hebel. Okay, es passiert was. Ja, es passiert auch was hier. War richtig. Sehr gut. Die ist verschlossen, ich komme nicht weiter. Wir müssen den Stein nehmen. In der Mitte der Tür ist ein Stein. Ich habe keinen Stein. Ja. Ich habe eine Treppe, die ich hochgehen kann. Mach das. Was siehst du? Ich bin immer noch in dem Raum hier. Im Raum, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Was? Wo diese dreieckige Tür, also da, wo wir die Folge eigentlich angefangen haben. Achso. Tür. Warte, ich geh mal hoch. Ah, Katze. Mega strange Dings hier, Story. Hast du auch die Cutscene gehabt, ne? Ja. Okay, ich habe jetzt hier rechts so einen Raum mit Fässern und auch wieder tollen bunten Farben. Ich komme hier nicht raus. Wie, du kommst nicht raus? Ich weiß nicht, ich habe hier immer noch nur denselben raus. Also ich bin nach oben gegangen jetzt, ne? Ich kann nicht nach oben gehen. Ich habe hier einmal dieses Leuchtding, was ich gemacht habe mit dir. Auf der anderen Seite habe ich eine kleine Röhre, die ich nicht erreichen kann, so ein Rohr. Und hinter mir ist die Röhre, in die ich hochgehen kann, aber dann kann ich nicht da durchgehen. Da ist so eine ganz kleine Tür. Ja. Ich habe hier ein Rätsel, warte kurz. Ich habe hier so drei Fässer, die gefüllt werden müssen. Ich komme halt hier nicht raus. Hast du auch eine Kerze in der Hand? Ich hab grad ein Rohr in der Hand. Wo muss ich denn hier lang? Ich habe hier ein stranges Rohrrätsel. Was ich halt weird finde, ist, dass du anscheinend irgendwie nirgendwo hin kannst, oder was? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. So, ich bin die Treppen hochgegangen und dann konnte ich durch eine Tür gehen. Ich habe keine Treppen. Hast du auch nirgendwo eine Tür, wo du mal gucken kannst, ob du da durchkommst? Ich kann hier nicht durch. Ich kann hier nicht durch. Das ist zu klein für mich. Das ist mega, mega weird.
Aber ich bin auch hier unten gespawnt zu Anfang. Weird. Aber ich glaube, du musst irgendwas machen, weil ich habe hier irgendwelche Zahlen und du musst irgendwie einen Weg finden, wo du hin kannst. Nee. Ich glaube, ich habe jetzt alles abgelaufen. Ich komme hier nicht durch. Kannst du nochmal zurück und den Hebel nochmal ziehen? Gesperrt. Wiederhole bitte nochmal. Ich bin auch eingesperrt. Hä? Hammer komisch. Ich sehe halt hinter, ich bin halt hier so eine, das ist so ein Mauseloch quasi, da kann ich durchgucken. Aber ich komme nicht durch. Hinter dem Mauseloch siehst du auch nichts, oder was? Doch, da sehe ich ein Buch. Ja, okay. Gibt's andere Tasten, die man drücken kann, außer Leertaste E und WASD? Nicht, dass ich wüsste. Okay, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir... Oh, warte mal. Sonst hätte ich halt gesagt, wir machen einen Cut und dann in der nächsten Folge gucken wir mal, dass ich hier raus bin dann. Ja, können wir machen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Du hörst mich jetzt, ich bin wieder im Discord. Ja, ich höre dich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.